Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer freshen neuen Folge Minecraft Game Mode vs. Hacker. Es ist zurück, Leute, die Serie ist back. Ihr habt bei den Serien damals, bei diesem Format immer so kranke Bewertungen rausgehastelt. Über 20.000 Likes, fast keine Dislikes. Das war so krank und da habe ich wirklich jetzt nochmal Bock, das nochmal neu zu bringen. Und ich habe mir hier jede Menge Troll-Commands vorbereitet, damit das eine richtig geile Serie wird. Aber bevor wir uns um die Hacker kümmern, wir hatten hier schon ein paar im Chat, Leute, machen wir gleich. Wollte ich noch kurz einen kleinen Aufruf starten, denn ihr wisst ja, dass wir sehr viele Maps von den Pixelbiestern verwendet haben oder auch immer noch verwenden. Die haben uns damals wirklich richtig großen Gefallen getan und da wollte ich mich einfach mal revanchieren für diesen nicen Gefallen. Ich wollte einfach mal sagen, hey, wenn ihr selbst bauen könnt, checkt mal die Pixelbiester ab und wenn ihr selbst Maps sucht für euren Server, für eure, um mit Freunden zu zocken oder weiß ich nicht, Leute, die haben echt jede Menge im Angebot, checkt die auf jeden Fall mal aus. Ich packe euch den Link dazu in die Videobeschreibung, da könnt ihr mal bei den Pixelbiestern vorbeischauen. Ich meine, die kennt ihr ja eh alle. Leute, würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und da haben wir schon den ersten, Leute. Wo? Also das war kein Lag, Leute. Das läuft hier alle fullbar. Der Server läuft 1A. Das war kein Lag. Der Typ hat sich da einfach rumtippet oder rumgespeedet. Jo, alles klar, Digga. Ja, wahrscheinlich versuchst du da hinzufliegen, oder? Um den kümmern wir uns jetzt mal, um den Experten, Leute. Wir haben verschiedene Commands. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem Cannon-Command. Und ich zeige euch mal kurz, was dieser Cannon-Command kann, bevor ich das an dem Typen mache. Und zwar, Leute, schaut euch das mal an. Ich schieße jetzt einfach mal hier so random dahin. Boom! Habt ihr gesehen, wie schnell das TNT war? Das geht aber noch schneller. Boom! Okay, das, wie schnell ist denn das? Boom! Oh, Alter, wie schnell das ist! Okay, Speed 100. Boom! Oh, okay, das fliegt so schnell, man sieht das schon gar nicht mehr. Alter Schwede. Okay, Leute. Okay, 100 lassen wir mal lieber. Wir machen mal Speed 1, das ist mal relativ normal. Wo ist denn der Hacker hin? Ah, da ist er. Okay, Leute, der Experte, gut. Wenn wir den jetzt töten, ich weiß, oh, unsichtbare Monster, schafft er die? Ich würde am liebsten halt irgendwie, weil ich muss mal kurz, probieren, ob ich, kann ich diesen Checkpoint wegsprengen? So, kann ich den wegsprengen? Blub. Oh nein, schade, das ist gesichert. Okay, Leute, dann müssen wir aufs Deathmatch jetzt gleich warten. Was geht da mit dem ab, Alter, der, jo, er ist gestorben. Mann, ey. Okay, haben wir auf jeden Fall einen Speed-Experten, so wie mir das aussieht. Aber lasst uns das nochmal ganz kurz checken. Man hat das nicht so richtig gesehen. Okay, das... Okay. Alles klar. Okay, Leute. Cannon Speed 2. Oh, Speed 2 ist tatsächlich auch schon zu schnell, Mann. So. Tschüssi. Boop. Oh, er ist aber ausgewichen, Leute, der Hacker. Jetzt gibt's aber TNT Rain hier, mein Guter. Hey, wieso läufst du da weg? Du wirst den TNT niemals entkommen. Oh Gott, ich glaube, der Server leckt wie in den ganzen Block-Updates. Niemals wirst du dem TNT entkommen, mein Guter. Du kannst dich vielleicht hier... Du kannst vielleicht einmal ausweichen, aber niemals immer. Ja, öffne halt doch die Lucky Blocks, oder? Gönn dir halt noch. Also gleich hat er nicht mehr so viel, wohin er ausweichen kann, sage ich mal, ne? Wir können auch einen Spieler burnen. Burn! Detektiv Yama is now being burned. Ah, jetzt brennt er. Ich kann ihn anzünden. Das ist geil. Aber das ist natürlich Wasser, deswegen bringt das gar nicht so viel. Hm, wo ist denn der Hacker hin? Oh, er ist gestorben. Oh Mann, ich habe ihn verbrannt. Gebannt. Hacker Nummer 2. So, mal sehen, wen wir als drittes Hacker haben. Hier haben wir natürlich einen, der sich instant anbietet. Schauen wir uns den mal an. Ob der denn auch wirklich hackt? Der Gute. Oh, okay. Da ist er einfach gerade ausgelaufen. Das ist halt Safe-Kill-Aura. Guckt euch das mal an, wie der aussieht. Hat er mich gerade gehittet? Hä, hallo, ich bin doch im Game Mode 3. Also, wenn das Legend ist, fress ich im Besen. Guckt euch den mal an. Aber wir müssen wohl aufs Deathmatch warten. Das ist aber kein Problem, weil der Underworlder LP, der rasiert hier ganz schön durch. Der ist schon bei Checkpoint 11. Das heißt, Deathmatch beginnt sowieso gleich. Dann schnappen wir uns den. Underworlder LP! Boom! Da rasiert der Gute. Okay, let's go. Der macht's mir nicht einfach, Leute. Ich weiß, dass der hackt. Jetzt show me your hacks. Come on. Damit ich dich trollen kann. Ich meine, der erste Kampf war eigentlich schon... War eigentlich schon deutlich. Mann, der Typ, wo... Der, oh, jetzt? Hä? Oh ja, ja, okay, da hat man es gesehen. Jojojo, mein Guter, da hat man es gesehen. So, ich glaube, der stirbt jetzt aber eh. Okay, Leute, ich habe aber hier schon mal einen Command vorbereitet. Schaut euch den mal an. Boom! Joho! Okay, man hat es nicht so richtig gesehen, glaube ich. Aber es war trotzdem mega geil. Hier, jetzt kann man es richtig schön sehen. Bam! Jo, wie er sich wundert, von wo die Pfeile kommen, Alter. Let's go! Okay, ich glaube, er ist schon tot. Och Mann, wieso hält er denn so wenig aus? Da sind halt Pfeile von überall auf ihn eingebreddert. Okay, Leute. Natürlich Hacker Nummer 3, ihr wisst Bescheid. Gebannt. Der versucht sich zu TP'en, deswegen hat er auch gerade ausgelöst. Pass auf, gleich TP't er sich. Ja, da ist er. Okay, Leute. Wir haben folgenden Command. Der heißt Slash Bomb. Und was Slash Bomb macht, werdet ihr gleich sehen, Leute. Let's go.
Wow! Der Server ist gecrashed. Nee, doch nicht. Mann, der ist so schnell tot gewesen. Der hat gar nicht gemerkt, dass wir ihn getrollt haben. Och Mann, ey. Egal, wird natürlich auch gebannt. Let's go zum nächsten. Alles klar. Habt ihr das gesehen? Wie hoch der gesprungen ist? Okay, also ich habe es nur im Augenwinkel gesehen. Wir müssen das doch mal kurz beobachten. Aber für den habe ich den besten Troll jetzt, Leute. Das wird so nice, Mann. Das wird richtig nice. Das wird ver... Ja, alles klar. Wir lassen den jetzt mal durch. Wir lassen den mal durch, weil jetzt müssen wir erstmal... Okay, Leute, jetzt beginnt nämlich... Hey, der ist nicht ins Ziel gerannt. Ah, der hat nicht genug Lucky Blocks geöffnet, oder? Kann das sein, dass der Schutz aktiviert wurde? Ich weiß nicht, oder ist dran vorbeigelaufen? Müssen wir mal beobachten. Und logischer Franz hat das Ziel erreicht. Let the troll begin. Command erledigt. Mr. Holzhacker is now all alone. Okay, wir müssen uns ganz schnell zu dem TP'en, Leute. Ich habe jetzt nämlich Folgendes gemacht. Dieser Spieler, ihr seht jetzt nichts, aber dieser Spieler sieht keine anderen Spieler. Seht ihr das? Der ist straight an ihm vorbeigelaufen. Der sieht keine anderen Spieler mehr. Das heißt, für ihn ist er jetzt allein auf der Welt. Aber soweit ich das einschätzen kann, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, sehen die anderen Spieler ihn schon noch. Wir müssen das gleich mal checken, ob die den noch sehen. Nein, die anderen sehen... Doch, sie sehen ihn noch. Der Typ rennt ihm hinterher. Okay, der Typ hat halt Speed, Mann. Aber der sieht halt niemanden. Der kann halt niemanden angreifen. Das ist so nice. Okay, oh, jetzt der Fight. Digga, du wirst jetzt ein Hacker own. Jo. Okay, komm, kill ihn. Oh, der ist halt so schnell, der Wichser. Wir müssen dem mal... Wir geben dem mal lang... Oh, jetzt? Oh, und der checkt halt gar nichts. Leute, der checkt gar nichts. Guckt ihn euch an. Das ist so nice, Mann. Der checkt halt nix. Hier... Straight an ihm vorbeigelaufen, weil er ihn nicht sieht. Das ist so geil, Alter. So geil. Mann, der soll nochmal angegriffen werden von jemandem. Ich tippe jetzt einfach diesen logischen Franz hierher, Leute. Logischer Franz zu Mr. Holzhacker. So, hier, Diggi. Du sollst den killen. Das ist ein Free-Kill. Logischer Franz. Schenke ich dir. Nein, greif ihn doch an. Der sieht dich. Weil sie... Also, ja, klar, weil sie können das nicht wissen. Aber, Mann, der sieht euch nicht. Der kann nichts gegen euch machen. Der weiß nicht, wo ihr seid. Mensch, die killen sich doch. Jo, wie der wegrennt, Alter. Das ist so nice. Vor allem, der schreibt doch nichts, so als ob das für ihn normal wäre, so dass er keine Gegner sieht. So, hä? Mensch, logischer Franz, jetzt kill den doch mal. Ich schenk dir doch schon den Kill, mein Guter. Jetzt kill ihn doch einfach. Och, jetzt ist er einfach gequittet. Mann, die haben sich echt so doof angestellt, diesen Typen zu killen, der sie nicht sieht. Ach Mann, ey. Egal, wir bannen ihn jetzt trotzdem. Der nächste Troll-Command. Der Server ist schlecht. Okay, der taggt safe, sonst würde er das nicht spammen. Okay, Leute, jetzt haben wir mal Folgendes. Und zwar X-Build und der Typ heißt so. Okay, wir müssen kurz zur Sicherheit. Ich meine, der hackt safe, sonst würde er das nicht spammen. Aber wir müssen mal ganz kurz warten. Oh, ist sogar ein Ultra. Oh nein, Ultra wurde gekillt. Och, Manu. Okay, egal. Komm, flieg mal ein bisschen. Oder mach irgendwas anderes. Komm. Du hackst es. Ich weiß es. Die Zuschauer wissen es. Du weißt es auch. Und jetzt mach doch mal bitte. Oh ja, okay, alles klar. So, gut. Ich habe jetzt Folgendes aktiviert. Den nächsten Block. Wie kann man so schlecht hacken? Typ ist ein bisschen am Rumlägen, aber vielleicht ist er trotzdem am Hacken. Oh ja, oh, alles klar. Der ist am Hacken. Okay, Leute. Jetzt machen wir Folgendes. X-Build. Wie hieß der Typ nochmal? Renegade irgendwas, genau. Für dieses Exemplar, für diesen Kill-Aura-Teleport-Spezialisten, habe ich was ganz Besonderes mir vorbereitet. Haha, okay. Ich habe schon zwei Commands jetzt bei dem gemacht. Ich weiß nicht, ob er die auslöst, weil er TP't sich hin und her. Und ich habe bei ihm eingestellt, dass wenn er einen Block platziert oder abbaut, dass der explodiert und ihn tötet. Aber wenn er sich eh nur TP't, was wir gleich sehen werden, denke ich mal, dann funktioniert das natürlich nicht. Aber ich habe noch einen Backup-Command für diesen kleinen Experten. Und das ist der beste überhaupt, Leute. Wir warten mal kurz. Ja, muss ich TP'en, Leute. Man muss es im Video sehen, damit ihr auch safe wisst, dass ja alles mit rechten Dingen zugeht. Beziehungsweise nicht mit rechten Dingen, wie rum man es jetzt auch sehen möchte. Und er löst aus. Oh, okay, da haben wir es gesehen. So, let's go. Wir haben sein gesamtes Inventar getauscht mit Kartoffeln. Das heißt, er hat jetzt keine Waffe mehr. Das ist aber eigentlich nicht der Command, den ich machen wollte. Boom! Habt ihr es von Weitem gesehen? Das ist der Command, den ich eigentlich machen wollte. Is now a potato. Das ist der Hacker, Leute. Das ist der Hacker. Der ist eine verdammte Kartoffel. Warte mal, kann ich den jetzt auch angreifen? Gib mir mal ein Schwert, Leute. Ich möchte bitte ein Dia-Schwert. Och man, es ist ja gequittet. Egal, Leute. Oh, hier sieht man übrigens, dass ein ganzes Inventar aus Kartoffeln waren. Ja, da seht ihr die ganzen Kartoffeln. Okay, Leute. Gut, schön. Game Mode 3. Der hackt safe, Leute. Das habe ich gerade schon gesehen. Aber wir müssen kurz natürlich auch für die... Okay, Auto-Armor hat er auf jeden Fall. Flip, genau, das ist der Command, den ich haben will. So, Command ist vorbereitet.
Okay, der hat Speed und hat Auto-Armor. Das hat man auf jeden Fall safe schon gesehen. So, ich würde sagen, das reicht schon, Leute, oder? Machen wir. Ne, wir lassen ihn noch mal ein bisschen rumfliegen. So sicher ist sicher, Leute. Nicht, dass es dann Leute gibt, die sagen, der hat gar nicht gehackt. Der hat nur einen guten Gaming-Stuhl. Oder so, weiß ich nicht. Okay. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, was dieser Command macht. Ich habe ihn jetzt einfach mal gemacht. Ich vermute mal, dass die jetzt One-Hit tot sind. Haha. Ja, er ist One-Hit tot. Jo, du hast einen Hacker getötet, Waffel-HD, du Maschine, Digga. Das war's mit einer weiteren Folge Minecraft Game Mode vs. Hacker. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen, wenn ihr mehr Episoden sehen möchtet. Und schreibt mal eure Troll-Ideen in die Kommentare. Würde mich mal sehr interessieren. Flankt den Abonnieren-Button, damit ihr da keine Folge verpasst. Damit ihr immer up-to-date seid. Würde mich freuen, wenn ihr zu meiner Clique gehört. Und ja, Leute, dann sehen wir uns morgen. Hier unten könnt ihr übrigens noch auf andere Videos klicken, wenn ihr weiter den Benson schauen wollt. Und ja, dann sehen wir uns morgen, Leute. Haut rein, euer Benson. Ciao.